Geht hier alles um Geld? Setzen. Angestellte habt ihr. Ich dachte auch, wenn sie zum Tempel gehört, wird sie Preis. Vom Tempel bezahlt? Warum will sie denn extra Geld haben? Ich dachte, sie soll die Pferdetreiber, sie wollte die Pferdetreiber damit bezahlen. Die Verkiner werden ebenfalls vom Tempel bezahlt. Insofern soll sie lediglich eine Nachricht überbringen. Sie hätte das Geld eingeschoben. Da bin ich sicher. Aber genau, Sulamin, ich hab euer Geschenk ganz vergessen. Wartet, ich hol das eben. Auf ihm würde eben wieder zu seinem Zimmer zurücklaufen und etwas aus seiner Satteltasche holen und dann wieder zurückstapfen. Guck sie in der Zeit noch an. Bedankt euch, ja? Sagt einfach Danke. Die Geschenke sind sehr schön. Ihr werdet sicherlich Freude daran haben. Ja, Rafin würde zurückkommen und das ist es ist ganz offensichtlich ein Bild, ein eingerolltes Bild. Er würde es ausrollen vor sich. Hier, guck mal, Sulamin. Ja, ihr mögt ja so schöne Sachen. Das ist, da wohne ich. Das ist unsere Festung. Und alle, die davor stehen, eigentlich sollten die nicht mit drauf. Aber nachdem ich gesagt habe, das Bild ist für euch, wollten auf einmal alle mit aufs Bild. Jetzt stehen alle mit davor. Aber, Das ist in Ordnung. Ich freue mich, dass auch eure Brüder und Schwestern mit drauf sind. Ja, auf einmal haben alle drauf bestanden. Vorher war es allen scheißegal, was ich gemacht habe. Da habe ich gesagt, das ist für Sulamin und auf einmal hieß es, oh nein, wir müssen auch mit aufs Bild. Arschlöcher allesamt. Das ja. Muss ich mich nicht mal kennen. Oh, ich habe viel von euch berichtet. Seht ihr, Sulamin, die Geschenke sind wirklich gut. Nicht wie Jalan angedeutet hat. Etwas, über das man sich freuen müsse. Wusstet ihr übrigens, dass man in Eiern von euch Bilder kaufen kann? Was? Allen? Na, von Sulamin. Ich nehme an, ja. Es handelt sich nicht um die Darstellung der Säulenheiligen. Würde ich so nicht ausdrücken. Nun, ich bin sicher, das ist eine sehr Raja-gefällige Sache. Ja, sie sehen auch ganz anständig aus. So schlimm ist es nicht, aber irgendein Grande hat wohl gehört, dass ihr gut aussieht und hat dann jemanden hier hingeschickt, der euch malen sollte. Ich weiß nicht, ob er euch das gesagt hat. Wenn nicht, dann wisst ihr nichts davon. Okay? Gut. Nun, ich bin schon öfter gemalt worden, aber davon wüsste ich jetzt nichts, aber es macht mir nichts. Macht euch keine Gedanken deswegen. Ja, die Kranten sind da etwas eigen. Einmal fragen sie nicht so direkt, ob sie was machen können, sondern machen einfach. So ist das mit den Mächtigen. Aber hier, das ist auch schön. Und schaut euch mal meine Heimat an, ist die nicht schön gemauert, die Wand? Oh, ja. Ich weiß gar nicht, wo es hinhängen könnt, aber ihr findet schon Platz. Sulamin hält es mal prüfend an ein paar Stellen an der Wand. Vielleicht sind wir jetzt da so in ihrem Aufenthaltsraum. Was denkt ihr? An der Stelle? Nein, es ist zu dunkel. Ein wenig höher, denke ich. Nein, tiefer. So sieht man es ja gar nicht. Und ich glaube, die meisten Leute, die es sehen sollen, werden Menschen sein. Ja. Es sollte auf jeden Fall so hängen, dass Licht aus dem Innenhof darauf fällt. Ihr braucht doch einen fünften Rahmen. Ja, das stimmt. Ja, den schicke ich euch nächstes Mal, wenn ich komme. Ich habe auf dem Weg die Brücke hinunter einen Händler gesehen. Dann können wir uns vielleicht nachher darum kümmern. Aber Sulamin, was müssen wir denn jetzt hier in dieser tollen Stadt alles sehen? Du hast doch gesagt, du würdest uns Sachen zeigen. Ja, ich habe mir überlegt, was euch interessieren könnte. Jalan hatte ja schon gesagt, er würde gerne den Rondra-Tempel sehen. Dann wären wir sowieso schon auf dem Yolfessar. Das ist der, sozusagen der zentrale Hügel, da wo die älteste Bausubstanz ist. Da sind auch noch einige andere Tempel und der Fürstenpalast. Wollt ihr... Und dann können wir auch direkt zum Chaos-Tempel gehen und dann kann die Rafin nochmal erklären, dass sie keine Taschendiebe sind, wie er es offensichtlich nochmal braucht. Oh, der Chaos-Tempel ist ganz auf der anderen Seite der Stadt. Aber natürlich... Ich werfe resigniert ihr Hände in die Luft.
Boltax, wollt ihr gerne eure Verwandten bei den Erzzwergen besuchen? Oder? Ja, wenn ich schon einmal hier bin. Es gibt auch Brillantzwerge in der Stadt, also ganz wie ihr möchtet. Das ist, ich bin für alle Zwerge da. Wenn sie meine Hilfe benötigen oder ja, mir ihr Leid oder ihre Sehnsüchte klagen möchten, dann nehme ich mir die Zeit für alle meine Brüder und Schwestern. Und ich dachte mir, für euch wäre Altacht sicher auch noch sehr interessant. Aber Altacht ist auch gefährlich. Ich dachte mir, vielleicht als Kompromiss. Ich kenne eine Stelle am Fuße des Hjol-Ifrit-Team, wo relativ viele Schichten an einer Stelle zu erkennen sind. Ich möchte nicht weiter Strecken unterirdisch gehen, aber vielleicht möchtet ihr euch diese Stelle ansehen. Oh, das klingt doch ganz vernünftig, ja. Was ist Altacht? Altacht ist die Unterwelt. Ich denke, Unterstadt. Ich weiß nicht, wie man das am besten ins Gerät übersetzen würde. Auch, aber bei weitem nicht nur. Ich glaube, ich erzählte euch einmal, dass Fazar viele Male eingenommen und geschleift wurde, wenn auch immer wieder aufgebaut. Und nun ja, dort unten liegen die ganzen Schichten dieser vorherigen Versionen der Stadt. Es ist archäologisch hochinteressant, aber nun ja, es gibt auch Monstern und Liebesbanden dort unten. Also würdet ihr sagen, da unten könnte man einen guten Kampf finden? Boltax, ich finde, wir sollten dir das nicht vorenthalten, wenn du dir das angucken möchtest. Ich denke auch, das sollten wir uns auf jeden Fall angucken. Ich werde garantiert nicht in irgendeine gefährliche Kanalisation mit euch klettern. Aber Jalan, stellt euch einmal die archäologischen Schätze vor, die ihr da unten erblicken könntet. Und die richtig. Mosaike. Montags, ich bin nicht hier, um mein Leben zu riskieren. Ich bin im Urlaub. Mosaike. Und im Ruhestand, was das angeht. Habt ihr schon mal etwas von Aktivurlaub gehört? Ich weiß nicht, was das ist, aber wenn das gut für uns ist, dann finde ich Boltags Idee sehr gut. Das soll sehr gut sein, habe ich gehört. Das ist ein Urlaub, bei dem man sich ganz auf seine Sinne und die Umgebung einlässt. Ich denke, das ist etwas für dich, Jalan. Mit dem Schwert? Ja. Denke ich. Du siehst nicht so überzeugt aus, Jalan. Wenn ihr euch unbedingt mit irgendwas schlagen wollt, warum gehen wir nicht alle zu diesen Wettkämpfen hin? Oh, das ist auch eine gute Idee. Ich bin mir sicher, wir können uns irgendetwas eintragen und uns damit einen Tag um die Ohren schlagen und dann seid ihr hoffentlich alle etwas abgeregter. Aber ich will dieses Alltag auch noch sehen. Ich stelle mir das auch sehr interessant vor. Seht ihr, Isarun will auch unbedingt Jalan. Ja, Isarun hat sich auch für den Aktivurlaub entschieden. Genau, das kannst du jetzt Isarun doch einfach nicht verwehren. Kanalisation und Schmutz? Interessant. Seht ihr, Abemir versteht mich. Warte. Ich komm mit. Was? Ah, wunderbar. Warum tut ihr immer das genaue Gegenteil? Schon gut, vergesst es. Aus guten Gründen. Aus den besten Gründen. Nun, dann will ich euch begleiten, damit ihr wenigstens einen Menschen mit Verstand habt. Wäre gut. Ich glaube, das meinte er gar nicht witzig, aber schön, dass es euch belustigt. Wie ist es eigentlich mit eurer Magerarbeit vorangegangen? Ich habe ja noch gar nicht gefragt. Sie dauert noch an. Es ist ein schwieriges Thema. Schwierige Quellenlage. Soll euch Isarun helfen? Ich weiß, wie das geht. Bei den Göttern, nein. Soll ich euch helfen? Nein! Ja, Rami hat eine hervorragende Bibliothek. Allerdings sind die Bibliotheksgebühren, nun ja, horrend. Nun, mein Gebiet betrifft mehr die maritimen Bereiche. Ich glaube nicht, dass Fazar einen Zugang zum Meer besaß. Ja, ihr solltet mal nach Belhanka gehen, da gibt es viel dazu. Nun, das Thema eignet sich nicht für solche Akademien. Ich denke, an bestimmten Stellen, nicht hier, werde ich es etwas finden. Aber schön, dass ihr gefragt habt. Ja, selbstverständlich. Wenn ihr möchtet, kann ich auch jemanden einschüchtern, dass er sie für euch schreibt.
Nein, das wird nicht funktionieren, fürchte ich. Doch, ihr kennt mich doch, aber mir manchmal bin ich ganz überzeugend. Ja, das ist so wahr, aber nun, der Magus-Silo will harte Arbeit sein und eigenständige Arbeit sein. Oh, naja. Ach, ihr wollt doch nur Iserone um Hilfe fragen, das sehe ich doch von hier. Müsstet ihr es nicht besonders einfach haben, wo ihr doch Salpikons Lieblingsschüler seid? Nun ja, dies ist richtig, aber wie gesagt, die Quellenlage ist schwierig, weil das Thema etwas, nun ja, sagen wir, speziell ist. Was ist denn das Thema? Ihr erinnert euch an die Dämonenarche, die Gezeitenspinne? Ah. Die Quellenlage ist aus diesem Fall etwas schwierig, weil sie keine Historie besitzt, die weit in die Vergangenheit reicht. Nun, ich hoffe, eure Arbeit fokussiert sich größtenteils darauf, wie man sie umbringt. Natürlich. Ich lächle dabei. Nun aber, Abelmir, das ist doch ein ideales Forschungsthema. Ich meine, das Thema meiner Magerarbeit war ja auch ein sehr neuzeitlich auftretendes Phänomen. Das ist doch, was wir mit unseren Magusarbeiten erreichen wollen. Die Forschung vorantreiben. Richtig. Nichtsdestotrotz muss diese Arbeit alleine erledigt werden, wie ihr wisst. Richtig. Flüchte dich doch nicht in diese schwierige Quellenlage. Du schaffst die Quellen. Natürlich. Aber wie gesagt, es dauert etwas. Ach, Abelmir. Zeit ist, naja. Relativ? Ich wollte jetzt sagen, nicht unbedingt auf deiner Seite, aber sagen wir halt. Boltox. Ja, ich meine doch nur, er hat nicht so viel Zeit, wenn er die Magerarbeit schreiben möchte. Ich weiß ja nicht, also ihr seid alle so kurzlebig und ich mache mir da Sorgen, dass ihr mit dem nicht hinkommt, was ihr wollt. Doch, ich denke, ich werde es in gemessener Zeit abschließen. Gut. Also ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass du es nicht schaffen kannst, sondern einfach, dass es, je länger es aufgeschoben wird, desto mehr rückt es. Naja, also man möchte sich damit dann nicht weiter auseinandersetzen und dann schiebt man es noch mehr auf und noch mehr. Wie kommt denn, dass ich diese Arbeit aufschiebe? Ach, war nur so eine Vermutung. Ah, ja. Ja, aber mir war ja auch viel auf Reisen. Da kommt man nicht so dazu. Man muss seinen Gedanken sehr präzise fassen in solchen Arbeiten. Man sollte nicht auf Reisen sowas schreiben. Und jeder Satz muss gesetzt sein, für sich stehen und Aussagekraft besitzen. Vielleicht solltet ihr einfach die Nähe der Herren Hesinde mehr nutzen. Nun, ich bin mir nicht sicher, ob ihr dieses Thema liegen würde. Ich werde es mir überlegen. So, was hatten wir nun jetzt vor? Die Arena? Wir schauen uns den Ronra-Tempel an, damit Jalan sein Mosaik sieht und dann glücklich ist. Was weiß ich denn? Zulamin. Laufen wir jetzt hier durch diese ganzen durch diesen Schotthaufen da vorne, der sich vermutlich irgendein Viertel nennt, dessen Namen ich nicht kenne. Oder laufen wir auf den Straßen da oben, weil die sehen viel bequemer aus. Nun, ihr seid geschätzte Gäste. Ich denke, wir können auch die Brücken nehmen. Lasst uns das doch tun, das ist doch sehr interessant. Eine Frage noch, müssen wir uns jetzt andere Farben anlegen? Bei euch bin ich tatsächlich unsicher. Möchtet ihr uns gerne zu Alachami begleiten? Oder ist das eher nicht für euch? Ich denke, das wäre nicht angemessen. Ich verstehe. Isarun trägt einfach weiß, oder? Mhm. Ich meine, mittlerweile vermutlich eher Sandfarben. Isarun, wenn du möchtest, kann ich dir meinen Mantel leihen. Rafim hatte mir tatsächlich diese Seidenrobe mitgebracht. Ja,
Welche in Schwarz und Rot, wie es sich gehört. Nun, dann sollten wir das auf jeden Fall mit der Alachami abklären, denn ihr seid eindeutig als Magierin zu erkennen mit dem Stab und man wird annehmen, dass ihr zu Alachami gehört und sie könnten sich auf die Füße getreten fühlen, wenn wir nicht mit ihnen gesprochen haben. Ja je, ist das kompliziert. Ein wenig, ja. Wie wär's, wenn ihr eure Reiserobe tragen würdet, eine graue? Das ist tatsächlich auch eine gute Lösung. So handhaben es viele Leute in der Stadt, die, naja, den Kopf unten halten wollen und sich nicht einmischen. Sie tragen einfach möglichst neutrale Kleidung. Wenn grau tatsächlich neutral ist, ich habe tatsächlich einen hellgrauen Reisemantel dabei. Dann werde ich ihn einfach überwerfen. Oh, aber wird euch das nicht zu warm? Ihr tut gerade alle so, als müssten wir uns nach Jorgamok hineinschleichen. Und nicht einen Spaziergang durch Mazar führen. Nun, es wäre wohl kaum angemessen, wenn ich mich irgendeiner Fraktion zugehörig zu erkennen geben würde. Das wäre doch wirklich unangemessen. Nun, grau wäre die Fexkirche, aber die Fexgeweihten sind verschleiert. Solange ihr nicht grau verschleiert seid, sollte das eigentlich keine Verwechslungsprobleme geben. Aber sagt Isarun, was würdet ihr denn noch gerne sehen? Ich hatte beispielsweise noch die Sphinx auf meiner Liste. Sie ist überaus beeindruckend. Wir könnten auch dorthin einen Abstecher machen. Handelt es sich dabei um ein Bauwerk oder um ein echtes Wesen? Nun, gerüchteweise soll es auch eine echte Sphinx in Fazar geben. Aber ich meinte tatsächlich das Bauwerk. Ja, gewiss doch. Was mich vielleicht noch interessieren würde, Asavo hatte mir erzählt, dass diese Stadt auch exische Vorfahren hatte und wie ihr alle wisst, interessiert er sich sehr für solche Dinge. Vielleicht etwas in geschichtlicher Hinsicht. Es gibt auch einen Hisinda-Tempel hier, allerdings sind die Geweihten nicht besonders offen dafür, ihr Wissen zu teilen. Aber vielleicht, wenn wir auf unserem Ausflug nach Altacht Glück haben, dann könnten wir auch auf exische Ruinen stoßen. Das wäre interessant. Was meint ihr mit, die Hisinde-Geweihten sind nicht sehr offen? Muss man denen, aufs Maul hauen oder so? Sie sind sehr besorgt darum, dass das Wissen, das sie hüten, in die falschen Hände geraten könnte. Passt ihr da vorne hin, Isarun? Ja, da würde ich auch sagen, da haben wir Gemeinsamkeiten. Natürlich können sie mir vertrauen. Nun, wenn ihr ihnen das plausibel machen könnt, wer weiß. Gut, ja, wenn das möglich wäre, dann würde mich das sehr interessieren. Gut, dann können wir vielleicht so planen, dass wir dort ohnehin vorbeikommen. Eventuell, wenn wir unterwegs zum Yoltopas sind. Ich muss mir noch überlegen, wie wir am besten gehen. Würfel am besten mal eine Gassenwissenprobe. Wenn du Ortskind des Fasarst, würde das natürlich zählen. Ortskenntnis habe ich nicht. 6 Punkte. Aber du bist heimisch in Fazar. Dementsprechend keine Erschwernis. Du bist Tudamidan, ne? Ja. Gut. Ja, du gehst im Kopf so eine kleine Strecke durch. Ist natürlich schwierig. Der Hisinde-Tempel liegt auch vor Ort in der Nähe. Ist natürlich in deinem Viertel. Aber wenn du über die Brücken starten möchtest, könnte man natürlich über Keshalisik, dann umgeht man das Armenviertel oder übergeht das Armenviertel. Dadurch, dass Isarun bzw. ihr eine Einladung von der Madabasari habt, von Hablet al-Fesir, könntet ihr sicherlich auch in Richtung des Rondra und Fex-Tempels gehen. Ansonsten würdet ihr sicherlich von den Brücken runtergestürzt werden als Meuchler oder Diebe.
aber dann müsstet ihr vom Palast Viertel Jolfessare absteigen und dann sicherlich durch den Bazar, ist auch immer eine gute Idee, einfach mal die Bazarluft zu schnuppern, dann in Richtung der Sphinx, das ist so die Idee, die du gerade hast, und dann nach der Sphinx könnte man zum Yoltopas dort wieder aufsitzen auf die Türme und dann zum Hesinde-Tempel und wieder zurück. Das wäre so die Idee. Man könnte dann auch vom Yoltopas noch zum Yol-Ifrit-Team. Ja, also ich denke, da sind wir morgen den ganzen Tag beschäftigt. Da haben wir viel vor. Aber ich denke, wir können eine Art Rundgang machen. Tatsächlich einmal in weiten Bogen, dass wir nicht zweimal den gleichen Weg gehen. Gut, das klingt doch vielversprechend. Oh. Wo sollen wir denn jetzt hier diese Treppen hoch? Wo kann man denn hier auf diese Mauern oder diese Gänge? Aufsteigen kann man prinzipiell bei jedem Burj, sofern man mit dem Besitzer gut steht. Je nachdem, wie euer Besuch im Chortempel verläuft, können wir dort aufsteigen. Und ansonsten würden wir einfach zum Raja-Tempel zurückgehen und von dort starten. Ich bin doch nur sympathisch. Wie soll das nicht gut verlaufen? Ich habe vollstes Vertrauen. Ihr werdet einen guten Eindruck machen. Mach ich doch immer. So könnt ihr noch den restlichen Tage in der Villa verbringen. Als es dann dämmert, könnt ihr euch endlich nach draußen setzen auf den Balkon. Und das unerträgliche Geschrei wird ein bisschen leiser, würdet ihr meinen. Zumindest wird es anders. Gemeinsam mit einer Wasserpfeife könntet ihr euch dann dorthin setzen. Auf große Sitzsäcke, einen Sonnenschirm, der eben so ausgebreitet wird. Guter Wein, der kredenzt wird. Noch ein paar Kekse, die nicht ganz das Niveau erreichen von Witwe Prutz. Aber ja, so könntet ihr euch das dann auf der Veranda, auf eurem Balkon dann noch gütig tun. Erzählt doch mal, was habt ihr sonst noch so gemacht in letzter Zeit? Wir haben ja ein wenig geschrieben, aber irgendetwas, wovon ihr noch nicht erzählt habt? Komm schon, Isarun, erzähl doch mal, wie war deine Hochzeit überhaupt? Ich war ja nicht da. Ach ja, das war wirklich schade, dass du nicht konntest. Ja, sie war sehr schön. Ich habe viele Leute getroffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Meine Großmutter hat ja sogar die weite Reise aus Tobrien nach Gareth gewagt und hat dann mal die Familie von Asabo kennengelernt. Das war sehr schön, einmal die ganze Familie wiederzusehen. Wir sind ja teilweise wirklich über das ganze Mittelreich verstreut. Oh. Ja, und danach sind wir, habe ich das schon erzählt, Asabo und ich, wir haben eine kleine Stadtvilla bezogen in Tempelhöhe in Gareth. Ah, wie schön. Das ist wo genau nochmal? Da, wo der Raja-Tempel ist und der Hesinde-Tempel. Ja. Rechts unten, innerhalb der Stadtmauer. Ah, ja, rechts, okay. Ja. Mhm. Ja, sehr schön. Müsst ihr mal uns besuchen. Wir haben eine sehr große Bibliothek. Das kann ich mir vorstellen. Freu mich. Und wenn ihr direkt in der Nähe des Sinne-Tempels wohnt, wozu braucht ihr die dann? Nun, wenn man zu Hause an Sachen arbeiten möchte und da sind auch viele unterhaltsame Schriften dabei. Asabo hat wirklich eine sehr große Sammlung. Und von welchem Geld bezahlt ihr die? Naja, sie ist erste oder zweite oder vierte oder... Dies Hofmager, ich denke, das ist bezahlt. Ja, oder? Das ist doch nun wirklich, also man spricht ja nicht über Geld, das ist ja nun wirklich nicht angemessen. Also wir sind sehr gut bezahlt bei der Basaltforst, falls das jemand interessiert. Ja, ja, spricht man über Geld. Sehr schön, ich habe kein Geld, weil es verarbeitetes Metall ist. Boltax, du hast aber immer viele Edelsteine. Das war... Siehste? Ja, und wann hast du sonst noch irgendwas gemacht, Isarun, oder hast du dich sonst zurückgehalten? Ich meine, du hast dich ja auch vermehrt. Das hat ja, bestimmt das auch viel Zeit in Anspruch genommen. Oh ja, es war eine schrecklich anstrengende Zeit, also lieber lasse ich mich nochmal in einer Schlacht verwunden, als, also es ist wirklich sehr, sehr anstrengend, kann ich nicht weiterempfehlen. Aber es hat sich gelohnt, also unsere Tochter ist wirklich ein Goldstück und sie bereitet uns sehr, sehr viel Freude. Ja, und ich vermisse sie natürlich jetzt auch schon, aber ich weiß natürlich, dass sie bei Asabo in guten Händen ist und seine Eltern wollten auch in den nächsten Wochen noch einmal vorbeikommen, jetzt da die Aussaat fertig ist. Ja,
Natürlich. Und wenn das er mal ist Problem, ja nicht für lange. Wenn er mal Probleme hat, kann er immer in mein Hochzeitsgeschenk gucken. Die zwergische frühkindliche Erziehung von 0 bis 14. Ha. Stehen alle hilfreichen Tipps drin. Die haben schon die Eltern meiner Eltern geholfen. Ah. Aber manchmal muss man es etwas anpassen. Ich denke, so 10 bis 15 Tage Hausarrest. Früher, naja. Menschen jetzt nicht unbedingt der Zeitrahmen. Ja, besser nicht. Und vielleicht haben wir ja auch Glück, so dass sie sehr brav ist und gar keinen Hausarrest braucht. Siehst du, Jalan, und deswegen habe ich eine Bibliothek, weil wir lauter Freunde haben, die uns sehr nützliche Dinge schenken. Ja, aber Jalan, du hast dich doch auch vermehrt. Erzähl doch mal davon was. Ach, hab also nicht jetzt vom schon Prozess Kinder? Selbst, aber was du so gemacht hast. Nun, was soll ich erzählen? Ja, was du gemacht hast, alles, hab ich doch gesagt. Wo du wohnst. Hast du jetzt mit der Pferdezucht angefangen? Wir haben einige Fohlen in der Aufzucht, ja. Es ist, sagen wir, anspruchsvolle Arbeit. Und sagen wir, es ist ein anspruchsvolles Leben. Wir hoffen, dass die Ernte dieses Jahr gut wird. Also, entspricht das euren Erwartungen? Es ist, was es ist. Es ist, was ich erwartet habe, bevor ich in diese ganze Wedelsgrube in den Nabelmäß Richtung Sache hineingezogen wurde. Also seid ihr jetzt unter die Bauern gegangen? Nein, Nabelmeer, ich bin unter die Ritter gegangen, wie ich es immer einer war. Ihr sagtet, ihr kümmert euch um die Ernte. Die Bauern kümmern sich um die Ernte. Irgendjemand muss sich um die Bauern kümmern, meint ihr nicht? Und das soll euer Lebensinhalt sein? Und dafür wurde ich ausgebildet, Abelmir. Dafür sind wir da. Genau, Abelmir, wir Ritter. Und ich leg mal meinen Arm um Abelmir. Wir Ritter, dafür sind wir da. Für die Bauern und die Ernte. Nun jedenfalls, wir haben uns bemüht, einige der tobrischen Flüchtlinge anzusiedeln, aber sie passen sich schwer ein. Ja, tut mir sehr leid, dass das mit der Heiligsprechung von Albuin nicht geklappt hat und, naja. Reden wir da nicht drüber.